Ja, hier haben wir also jetzt ein Fernreisefahrzeug mit einem entsprechenden Setup. Genau, also dieses Auto, das wird halt eigentlich sein ganzes Leben lang nur Offroad benutzt und braucht demzufolge halt auch ein vernünftiges Fahrwerk. Hier ist eigentlich alles drin, was man so auf der Serienbasis machen kann. Wir haben hier gute Stoßdämpfer mit Reservoir, die sieht man jetzt gerade nicht, die gehen hinten raus. Wir haben hier eine normale Hauptfeder. Wir haben eine zusätzliche Helper Spring. Dieses System wird zum Beispiel auch beim Land Rover 130er eingesetzt. Ja. Der hat dann noch eine Innenfeder und diese Innenfeder kann dann halt, das ist dann eine Kombination aus den beiden Federraten und so kann ich das halt sehr schön auf das Fahrzeuggewicht abstimmen. Okay. Diese Helper Spring hier hat zum Beispiel auch noch einen Vorteil bei Reiseautos, die zum Beispiel jetzt ungünstig in der Gewichtsverteilung sind. Ich habe halt eine, zum Beispiel links einen Ausbau. Das Auto steht eigentlich immer schief. Dann würde ich jetzt als Helper Spring einfach eine Feder wählen, die auf der Seite etwas härter ist. Das heißt, ich habe meine Hauptfeder ganz normal dafür ausgelegt, dass sie halt immer gleich ist, das Auto, wie halt serienmäßig. Aber ich kann den Fehler, den ich halt mir selber eingebaut habe, durch halt einseitigen Verbau von Wandschränken oder sonstigen Sachen, kann ich leicht kompensieren durch einen Helper Spring, wo dann halt die rechte und die linke Feder leicht unterschiedlich ist. Okay. Da verwende ich halt normalerweise immer Eibach Sachen. Die gibt es halt fertig zu kaufen. Aus dem Wettbewerb kommt das eigentlich. Und das gibt ein fertiges Sortiment und da stehen alle Federraten drin, sodass ich mir das einfach ausrechnen kann, wenn er, was weiß ich, 30 Kilo auf der Achse links schwerer ist als auf der anderen Seite, dann kann ich halt dementsprechend die Feder anpassen. Okay. Ohne dass ich halt mir Federn wickeln lassen muss, das ist halt der Vorteil. Jetzt sehe ich hier noch zwei Sachen, den Cone und da hinten noch etwas. Genau, jetzt haben wir hier halt wieder, das ist hier bei dem Auto jetzt aus Sicherheitsgründen allerdings gemacht, der braucht es nicht, man sieht ja auf beiden Federn eine Vorspannung drauf, der hat jetzt auch gleichzeitig noch die Führung der Zentralfeder, damit die halt nicht an die Außenfeder kommt. Aber das sind halt diese Cones, die es halt normalerweise gibt, wenn die Leute halt zu kurze Federn eingebaut haben, dass die halt zwangsgeführt werden. Und hier ist es eigentlich so, dass es halt einfach aus Sicherheitsgründen noch dabei ist, dass es halt definitiv nicht rausspringen kann, auch wenn alles auf Vorspannung sitzt. Dann haben wir im Hintergrund, jetzt zurzeit kaum zu sehen, weil es ist sehr dunkel, dieses Bauteil, das ist ein Achsanschlag von uns, den kann ich halt produzieren oder ich lasse die produzieren in unterschiedlichen Härten, unterschiedlichen Durchmessern und in unterschiedlichen Längen. Ja. Dieses Bauteil hat den Vorteil, wenn es halt zu einem schnellen Einschlag gibt, da er einen offenporigen Schaum besitzt, muss der halt den Schaum die Luft rausdrängen und so kann er Energie abbauen. Dieses Bauteil baut auf 10 cm 2 Tonnen ab. Okay. Wir hatten ja vorhin gesagt, so eine Feder hat 40 Kilo, eine originale Feder. Das heißt also, auf 10 cm baut die nur 400 Kilo ab, die originale Feder. Jetzt habe ich das natürlich nicht immer im Einsatz und somit ist mein Auto gegen Ende sehr hart gedämpft von der Feder, sehr stark, aber im normalen Fahrbereich weich. Das heißt also, ich habe riesige Reserven, wodurch ich nicht den Komfort halt kaputt mache, wenn ich derartige Sachen mache. Und ein Das klingt. weiterer Vorteil von den Sachen ist, nicht nur, dass sie Energie gut abbauen, sie haben auch noch den Vorteil, dass es als Schaum ist, der muss sich auch wieder aufsaugen. Ja. Das ist zu langsam, um zu kicken. Dein Auge sieht das natürlich nicht, dafür ist er schnell genug. Aber das ist so langsam, dass es halt das Auto nicht rauskickt. Das Weil klingt wenn, nach einem sicherheitsrelevanten Teil. das ist halt auch wieder ein sicherheitsrelevantes Teil, weil ich baue ein Teil ein, was eigentlich nicht im Einsatz ist, sondern nur im Einsatz ist, wenn es halt scheppert. Ja. Dadurch habe ich keinen Komfortverlust. Und wenn ich jetzt einfach denselbe Sicherheit aus der Feder rausnehmen würde, diese Feder würde halt über seine Druckstufe total am Dämpfer ziehen. Und die originalen Gummis meistens haben halt auch noch den Nachteil, wenn man einen Gummihammer nimmt und auf den Gummi haut, dann kommt der Hammer mit genau derselben Energie raus. Ja. Und kriegt den Hammer halt ins Gesicht. Wenn man hier drauf haut, passiert gar nichts. Der Schlag wird dann einfach abgepufft und Also wie ein Ende. Schwamm quasi. Ja, wie ein Schwamm. Genau, Wird ist schnell eigentlich ein Schwamm. zusammengedrückt und kommt langsam wieder raus. Genau. Ja. Das heißt also, ich habe hier ein sicherheitsrelevantes Bauteil, was halt Energie abbaut für den Fall, dass ich mal einen Fahrfehler gehabt habe oder sonstige Sachen, im Normalfall nicht im Einsatz ist.
Und im Gegensatz zu vielen Leuten, die denken, damit begrenze ich meinen Federweg, auf langsamem Weg ist der relativ einfach zusammenzuschieben. Mhm. Und er ist auch sehr weit innen, das heißt, über die Verschränkung komme ich auch gar nicht in den Gedanken rein, dass das hier nicht, dass das im Weg ist. Mhm. Aber auf Geschwindigkeit ist er eigentlich ziemlich hart. Mhm. Fängt progressiv an und geht halt bis auf 2 Tonnen. Okay. Also das wäre ja dann auch noch empfehlenswert. Mir würde genau noch einfallen, Dünen fahren. Ja, zum Beispiel, wenn man hinten mit dem Heck, also wenn man so runterkommt, dann titscht das halt so durch. Und dann nimmt sowas halt die Energie einfach auf. Dann kann, ohne dass es halt also negative Folgen hat. Okay. Ja, das hat er halt auch verbaut. Ja, Stabi hat er verbaut, einen nachträglichen. Der ist auch etwas anders, etwas dünner ist der, damit er nicht ganz so viel arbeitet. Aber das sind halt schon sehr spezielle Sachen, die hier. Nur, wie gesagt, dieses Fahrzeug wird halt eigentlich ausschließlich im Offroad-Bereich verwendet. Und da kann man dann auch schon mal ein bisschen Geld investieren. In Sicherheit auf jeden Fall. Ja, in Sicherheit und in Fahrkomfort. Gut. Dann denke ich mal, war's das.